We were bike dirt tires on paved concrete. On the right roads, just had the wrong wheels. But I see you back in town, same shortcut jeans. My head still spins, my heart still feels like riding a bike, just you and I down a long back road, your brown hair blow. Hallo und willkommen beim 7. Teil unserer Balkanreise. Heute fahren wir durch das Landesinnere zu der Airbase Celjava und wir nehmen sich gleich eine Unterkunft direkt bei den Plitvicer Seen. Auf die Flugzeugkaverne waren wir schon sehr gespannt. Sie wurde zwischen 1957 und 1970 erbaut und fasste bis zu 80 Kampfflugzeuge. 1991 wurde die Kavernenanlage und die Pisten mit Sprengstoff unbrauchbar gemacht. Teile der Pisten bzw. der Außenanlage soll noch immer stark vermint sein, also immer am Weg bleiben. Aber jetzt einmal genießen wir das kroatische Inland. Am Weg entdeckten wir eine weitere alte Festung. Der Bau dieser Festung begann im 9. Jahrhundert und ist ca. 470 Meter lang. Ihre Mauern sind ca. 2 Kilometer lang und stellenweise 20 Meter hoch.
Nach unserer Pause fuhren wir weiter Richtung Airbase. Einerseits freuten wir uns schon darauf, aber andererseits wussten wir auch, dass unsere Reise bald enden wird. Sweetness and adventure, without a venture. TV's got your mind stuck on good reality. We are young, 'cause our soul is warm. Life's much more. We live it up. Life is all on schedule, but debt's forever. I send my condolences to the side of the drive. Am Ortsschild merkt man, dass die Airbase ein Magnet für Touristen und Abenteurer ist. Natürlich darf unser Aufkleber auch nicht fehlen. Zuerst wollten wir uns das Flugzeugwrack ansehen. An dem Flugzeug kleben unzählig viele Aufkleber und ist mehr bunt als getarnt. Der Weg zur Airbase gleicht einem kleinen Dschungel. Im Hangar musst du wirklich aufpassen, wo du hinfährst bzw. hingehst. Ohne Taschenlampen sieht man sowieso nichts. Auf den Kopf sollte man auch achten, da einige Eisenstangen von der Decke runterhängen. Wir suchten sich einen coolen Spot noch für Fotos. Wie gesagt, die Landebahn wegen Minengefahr lieber nicht verlassen. Nach der Airbase machten wir sich auf den Weg in unsere Unterkunft, die eine gute Lage für einen Ausflug zu den Plitvicer Seen hat. Am nächsten Tag machten wir einen Ausflug zu den Plitvicer Seen. Die Tickets sollte man schon am Vortag kaufen. Das geht auch online und war nicht kompliziert. Du kannst locker einen gemütlichen Tag einplanen und dafür den Ausflug genießen.
Im nächsten Teil erkunden wir das Inland von Slowenien und gehen gut essen. Am Abend sehen wir uns noch schnell einen See an. Ah ja, und eine weitere Burg entdeckten wir auch noch. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen und du lässt uns einen Daumen hoch da. Klick auch den Abonnier-Button und aktivier die Glocke daneben, so verpasst du kein Video mehr von uns. Danke, bis bald, deine Box 87.